Moin, liebe Top-Familie da draußen und damit ein herzliches Willkommen zurück hier zu My Little Pony. Wir sind bei Folge Nummer, lasst mich hier gucken, 8 mit dem Namen, jetzt passt auf, die Pyjama Party. Jetzt wundert ihr euch, warum steht da über Schau, bevor du schläfst? Mir ist in dieser Playlist aufgefallen, dass Folgen hier doppelt sind. Und ich habe mich so gewundert, wie kann es sein? Jetzt pass auf und jetzt das Lustige, denn die Pyjama-Party in dieser Playlist hier auf dem Kanal von My Little Pony, übrigens unten in der Beschreibung auch verlinkt, eigentlich schon die ganze Zeit, aber ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen. Jedenfalls im Original oder im Deutschen heißt die Folge die Pyjama-Party. Im Original Englischen heißt die Folge aber Look Before You Sleep. Und wenn man das übersetzt, heißt es nicht die Pyjama-Party, sondern Schau, bevor du schläfst. Und das ist das Lustige an dieser Playlist, dass hier die Folgen anders übersetzt wurden. Ja. So kommen wir hier also zu Folge Nummer 8 insgesamt von, jetzt muss ich ja nochmal gucken, wie viele Folgen waren das nochmal, von 26. Von daher, ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Pyjama-Partys, vorab, ich hatte nie eine, muss ich zugeben. Also, was heißt Pyjama-Party nicht, ich hatte Übernachtungspartys. Und ich erinnere mich tatsächlich, und jetzt passt auf, ich erinnere mich zwar nicht so mit Übernachtung mäßig, aber früher, da war ich so, boah, lass mich überlegen, 10, 11. Und ich bin ja mit Disney groß geworden, ich liebe Disney-Filme. Und ich hatte so einen kleinen Freundeskreis, wir waren, glaube ich, zu, boah, jetzt muss ich überlegen, ich glaube zu viert. Und dann haben wir uns immer bei jemandem getroffen. Also mal war es bei mir, dann bei dem, der, so in dem Sinne. Und dann hat man immer einen Film geguckt. Da kann ich mich noch echt gut gerade dran erinnern. Das war auf jeden Fall echt, echt cool. Gerade so als Kind so diese Erinnerung dann noch so zu behalten. Da haben wir unter anderem, boah, welche Filme haben wir da geguckt? Wir haben auf jeden Fall dann mal einen Kim Possible-Film geguckt. Wir haben aber auch, wenn ich mich nicht irre, König der Löwen Teil 2 gesehen. Teil 1 finde ich ist sowieso der beste, Teil 3 sogar der schlechteste, würde ich sagen. Weil hätte man sich so ein bisschen sparen können mit Timon und Pumba, die Geschichte. Und Teil 2, ja, ist in Ordnung, aber Teil 1 ist halt einfach der beste. Jedenfalls, und daran muss ich irgendwie gerade denken. Und ansonsten tatsächlich so mit Übernachtung, boah, wir waren schon mal zu sechs, siebt bei jemandem und haben dann da tatsächlich in einem kleinen, also ja nicht so klein, aber in so etwas kleineren Raum beengt geschlafen. Das war ziemlich geil. Also vor allem das Lustige daran ist, zwei Betten waren da drinne in diesem Raum. Ich glaube, oh, jetzt muss ich mal kurz durchrechnen. Wie viele waren wir? Wir waren 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, wir waren 6. Waren wir 6? Ja, wir waren 6. Wir waren 6. Und es waren zwei Betten. Und vier haben auf dem Boden geschlafen. Aber nicht so auf dem blanken Boden. Da waren so, ja, so Luftmatratzen hatten wir, glaube ich, damit bei. Und nur eine Matratze, genau. Wir hatten Luftmatratzen und auch eine Matratze, die wir so hingelegt haben. Wir haben gezockt, wir haben uns Pizza bestellt, wir hatten sehr, sehr viel Spaß an diesem Abend. Und ich war einer, der in einem Bett geschlafen hat. Haha. Obwohl es mich. Ja, das Problem ist, ich glaube, damals hätte es mich gestört, wenn ich auf dem Boden geschlafen hätte. Mittlerweile, ey, ich kann überall einschlafen, das ist wirklich so. Aber mal gucken, was die daraus machen. Von daher, mal gucken. Eine Sonne und Wolken, Wolken werden verschoben. Ah, alle kümmern sich da um den Wald und um die Bäume. Dass da alles wieder schön aussieht. Ah, mehr Laub, oder? Ah, lol. Entfernen, Rarity. Hast du nichts anderes im Kopf, als alles aufzuhübschen? Wenn nicht ich, wer denn sonst? Schließlich verwandelst du den Marktplatz in ein absolutes Chaos, Applejack.
Aber der Sturm wird ein viel größeres Chaos anrichten, wenn wir die abgebrochenen Äste nicht entfernen und sie uns Ponys auf den Kopf fallen. Ah. Ich kann sowieso nicht nachvollziehen, wieso die Pegasus-Ponys für heute einen fürchterlichen Platzregen planen. Es war so ein schöner, sonniger Tag. Sieh das doch mal praktisch, Rarity. Letzte Woche haben sie vergessen, für Platzregen zu sorgen. Deshalb muss der Regen in dieser Woche unbedingt nachgeholt werden. Hm. Oh nein! Meine wunderschöne Man-Frisur wird ruiniert. Oh. Wenn du Zeit hättest, wärst du mit der Arbeit schon fertig. Es regnet viel zu stark. Hilf mir! Das ist ein Bug. Stell dich da vorne unter. Ich mach das hier fertig. Nein, nein, nein! Was ist jetzt los? Darunter werden meine Hufe ganz dreckig. Kann man es dir überhaupt irgendwie recht machen? Es ist eben nicht immer alles perfekt. Trotzdem, das ist immer noch lange kein Grund, mir meine Hufe schmutzig zu machen. Du würdest nicht mal einen Grund darin sehen, wenn er dich beißen würde. Was du da sagst, ergibt keinen Sinn. Ergibt es doch. Tut es nicht. Tut es wohl. Tut es nicht. Tut es wohl. Tut es nicht. Oh. Tut es wohl in alle Ewigkeit, ha? Tut es nicht in Ewigkeit plus eins, ha? Oh oh. Ich würde sagen, da werden sich zwei nicht einig. Lieber verabschieden, bevor eine von uns etwas sagt, das sie bereuen wird. Ich gehe mal davon aus, dass du die Erste bist, die hier was zu bereuen hat. Ich denke genau das Gegenteil, nämlich dass du die Erste bist, die hier mit Sicherheit was zu bereuen hat. Ich rede überhaupt nicht mehr mit dir. Ich auch nicht. Na, dann kannst du ja auch endlich gehen. Zuerst gehst du. Was wird das da? Und... Zusammen einen Unterschlupf. Okay. Ja, da hast du absolut recht. Und jetzt Intro. Jetzt aber schnell. My little pony, my little pony. Ah, my little pony. Unsere Freundschaft gut sein kann. Pony. Doch verbotet ihr die Freundschaft mir an. Euer Spaß und Spiel. Und etwas fürs Herz von allem ganz viel. My Little Pony Friendship is Magic. Oh, oh, der Sturm. Hier drunter ist es trocken. So ziemlich. Oh, na, ohne mich. Ist es Twilight? Twilight? Ja, kommt doch rein. Beeilt euch, kommt rein, Mädels! Wow, Momentchen. Ist es im Inneren eines Baumes bei einem Gewitter wirklich sicher? Ja, natürlich, wenn man einen magischen Blitzableiter hat, so wie ich. Jetzt kommt schon rein. Oh, vielen Dank, Twilight, dass wir bei dir Unterschlupf finden dürfen. Ja, herzlichen Dank für die Gastfreundschaft. Bist du vielleicht so höflich und gehst dir die Hufe waschen, bevor du reinkommst? Oh, wenn ich diese Oberzicke noch länger als eine Sekunde ertragen muss, dann kann ich nicht mehr für das garantieren, was ich tue. Was für ein Sturm, hä? Die Pegasus-Ponys haben sich diesmal wirklich selbst übertroffen. Ich hoffe, du und Applejack werdet sicher nach Hause kommen. Tja, das könnte wirklich ein Problem werden. Naja, sonst bleibt ihr eben noch länger hier. Spike hat in Canterlot noch was zu erledigen. Ich bin heute sowieso allein. Du und Applejack könnt doch auch bei mir übernachten. Wir machen eine Pyjama-Party. Sowas hatte ich schon ewig vor. Dann mit den beiden. Weißt du, mir ist gerade eingefallen, dass ich heute Abend leider schon verabredet bin. War mir völlig entfallen. Tut mir leid. Ach, ich Dummerchen. Leider kann ich heute Abend nicht hier bleiben. Mit Applejack. Das wird noch lustig. Was ist das denn für ein Buch? Pyjama-Partys für Anfänger. Was du schon immer über Pyjama-Partys wissen wolltest, aber bisher nicht zu fragen wagtest. Meine ganz persönliche Ausgabe. Ein fantastisches Nachschlagewerk. Sieh dir mal die Überschriften an. Ich warte schon ewig darauf, es zu benutzen. Und heute ist der große Tag. Diese Party wird sowas von toll. Oh oh. Toll. Ich frage mich immer in solchen Szenerien, die auch in Realität sind, warum sagt man nicht einfach die Wahrheit? Also wisst ihr, was ich meine? Weil, guck mal, wir wissen jetzt ja schon, wir wissen schon als Zuschauer oder als Außenstehender, ist ja auch manchmal in der Situation dann so,
dass jemand vielleicht irgendwo nicht hingehen will. Oder man vielleicht mit gewissen Personen vielleicht nichts machen will. Nicht, weil man die nicht mag, sondern vielleicht, weil man jetzt auf diese Person keine Lust hat. Kann doch immer mal sein. Ey, ich sag mal, wenn ich zum Beispiel mich mit Oliver oder Pascal verabrede, und mir geht's nicht gut oder einfach so wirklich, oh nee, ich hab irgendwie keine Lust, jetzt online zu kommen oder irgendwas zu machen, dann spreche ich das auch an. So, oder dann denke ich mir nicht irgendwie einfach was aus, so von wegen, ja, keine Ahnung. Ich hatte einen Termin oder mir ist was dazwischen gekommen. Oder ich gehe einfach hin, obwohl ich es nicht will. Wisst ihr, was ich meine? Also, dann lieber doch einfach die Wahrheit sagen. Und dann muss der Gegenüber das auch akzeptieren. So in dem Sinne. Und ja, Rarity und Applejack sind jetzt nicht gerade so gut aufeinander zu sprechen. Das wird sich noch rächen. Pyjama-Partys und dann auch, man kennt es aus amerikanischen Serien, unter Mädels. Ei, das kann bitter nach hinten losgehen. Kann. Also jetzt werde ich aber langsam sauer. Ich soll mir den Dreck von den Hufen waschen. Und ihr schmiert euch inzwischen Schlamm ins Gesicht? Herzchen, das ist eine Schlammmaske. Herzchen. Sie erfrischt und sie verjüngt dein Fell. Wir tun so, als wären wir im Schönheitssalon. Das steht auch im Buch, also halten wir uns dran. Pyjama-Partys für Anfänger, was du schon... Oh, hey, ich bin schon ganz schön spät dran. Ich sollte schnellstens nach Hause gehen, sonst fangen sie an mit irgendwas. Gute Nacht. Ah! Vielleicht bleibe ich ja doch noch ein Weilchen. Ja, glaube ich auch. Ah, Pyjama-Party! Oh. Ah! Wozu für Hafer soll das gut sein? Ey, ehrliche Frage an euch alle da draußen. Ich weiß, ihr seid zwar auch bestimmt jünger, aber hattet ihr schon mal so eine Gesichtsmaske mit Gurken? Ich glaube, ich hatte das einmal, muss ich zugeben. Ich hatte einmal so eine... Ja, nee, ich hatte keine Maske, muss ich zugeben. Ich hatte keine Maske, aber ich wollte es mir gut gehen lassen und habe mich entspannt hingelegt auf einer Massageliege. Also nicht Massageliege und ich wurde da massiert, nein, sondern so eine Massagematte. Die habe ich auf mein Bett hingelegt, habe angemacht, habe mich massieren lassen und hatte Gurken auf meinen Augen und habe mich so richtig entspannt. Das war richtig geil. Ja, also einmal hatte ich das. Natürlich, um Schwellungen und Augenringe zu reduzieren. Schwellungen? Was für ein Blödsinn. Aber es schmeckt. Ist das aufregend? Wir machen es so, wie es im Buch steht. Dann wird meine Pyjama-Party der totale Erfolg. Hast du das auch gehört, Applejack? Du würdest doch garantiert nichts tun wollen, was Twilights erste Pyjama-Party irgendwie ruinieren könnte. Und was denkst du? Nein, natürlich nicht. Und du wahrscheinlich auch nicht, oder? Dann sind wir uns ausnahmsweise einig. Darauf. Oh, Scheiße, das. Jetzt. Weißt du was? Dreck ist eine Sache, aber das ist grauenhaft. Das wird nach hinten losgehen. Ich finde es grauenhaft, dass du mir mächtig auf die Nerven gehst. Wie gut, dass ich normalerweise mit jedem Pony klarkomme, egal wie schwierig es auch ist. Ach so, ja? Und ich bin so ziemlich das unschwierigste Pony, das es gibt. Unschwierig ist kein Wort. Das wird die beste Pyjama-Party aller Zeiten, yeah! Dass Twilight das nicht merkt. Oh, der Blick der beiden, Junge. Sowas mag ich. Also, na, wie fühlst du dich mit den Lockenwicklern, Applejack? Ganz klasse, Rarity. Das ist so abgefahren. Schönheitssalon erledigt. Oh, jetzt sollen wir uns Gespenstergeschichten erzählen. Wer will anfangen? Ich.
Ich würde gern die schreckliche Geschichte von einem sehr zimperlichen Geist erzählen, der sämtliche Ponys mit seinem Schönheitswimmel wahnsinnig gemacht hat. Woohoo! Oh. Und ich bin mir sicher, dass wir alle so jemanden kennen. Ja, und ich denke, das sollte eine Anspielung auf Rarity sein. Eieiei. Ich habe davon gehört. Aber ich kenne eine viel bessere Geschichte. Eine fürchterliche Gruselgeschichte. Von der Farm? Über einen ganz schrecklich rücksichtslosen Geist, der allen Ponys im Umkreis von 100 Kilometern auf die Nerven ging. Das ist keine wahre Geschichte, die ist ausgedacht. Es ist eine Geschichte und die sind alle ausgedacht. Haben die keinen Strom mehr? Ich kenne auch eine. Und diese Geschichte heißt die alte Legende vom kopflosen Pferd. Es war einmal eine dunkle und stürmische Nacht, ungefähr wie diese. Und drei Ponys feierten zusammen eine Pyjama-Party. Genau wie wir heute. Ich frage mich, also das ist jetzt nur so eine Theorie schon von mir. Ich frage mich, ob Twilight vielleicht schon insgeheim mitbekommen hat, dass die beiden sich gestritten haben und mit Absicht diese Pyjama-Party jetzt veranstaltet hat, um die beiden vielleicht wieder zueinander zu führen, dass die sich einander, dass die einander verstehen können. Warum die eine das sagt und die andere das und dass man auch nicht immer einer Meinung sein muss. Das ist ja, man muss nicht immer einer Meinung sein, weil sonst werden wir alle gleich, habe ich auch schon mal in einer der letzten Folgen gesagt. Es wäre schlimm, wenn wir alle die gleichen Gedanken, alle gleich wären, in jeglicher Hinsicht. Weil das macht ja jeden Menschen aus, dass man ja seine eigene Meinung hat. Man sollte sie nur respektieren. Mal gucken, mal abwarten. Und gerade als das letzte Pony dachte, es wäre in Sicherheit, da stand es direkt hinter ihr. Nur wenige Zentimeter entfernt. Das kopflose Pferd! Gespenstergeschichte erledigt. Und jetzt gibt's Marshmallows. Dann setzt du ein Marshmallow oben auf die Schokolade, genau in die Mitte. Das ist wichtig. Und danach legst du ganz vorsichtig noch einen quadratischen Cracker obendrauf. Und fertig. Tada! Und dann kann man's essen. Du könntest dich zumindest mal entschuldigen. Das hatte ich gerade auch vor, aber du hast mich unterbrochen. Pardon. Achtung. Marshmallow Achtung. Erledigt. Also der nächste Punkt auf unserer Liste ist Wahrheit oder Pflicht. Okay, das könnte jetzt heikel werden. Also, nichts gegen Twilight, absolut nichts gegen Twilight, aber ich sag mal, in einer gewissen Hinsicht haben Twilight und ich fast gleich so dieses Organisatorische. Ich plane ja auch immer so gerne so Sachen im Voraus oder so, insgesamt plane ich die Sachen. Ich bin so ein Mensch, ich kann Sachen nicht spontan machen. Ist wirklich so. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ey, ich will ins Kino gehen, könnte ich nicht zum Beispiel sagen, zum Beispiel jetzt heute an diesem Tag, ey komm, ich gehe jetzt einfach ins Kino. Komm, ist doch egal. Nee, ich plane sowas. Weil dann überlege ich, okay, nehme ich vielleicht noch jemanden mit? Um welche Uhrzeit? Welchen Film? Und dann hole ich die Tickets dann ja auch vielleicht schon online. Das bin ich. Ich kann Sachen nicht spontan machen. Mindestens 24 Stunden vorher plane ich immer sowas. Ich kann nicht spontan, wenn, keine Ahnung, irgendjemand jetzt hier zu mir kommen würde, ey, hast du Bock, was zu machen? Ich bin voll überfordert. Ich bin dann immer voll überfordert. Also das ist bei mir echt schlimm in der Hinsicht, aber naja, so bin ich. Und ich finde es nur so lustig, bei Twilight, darauf wollte ich ja hinaus, sie geht ja wirklich je nach Buch, was sie machen will. Das finde ich so lustig. Anstatt sowas auch ein bisschen, ja, da sage ich jetzt wirklich so spontan zu machen, weil Sachen ergeben sich. Aber sie will ja genau diese Pyjama-Party machen, wie es ja im Buche steht. Von daher finde ich das lustig. Aber jetzt kann es heikel werden mit Wahrheit oder Pflicht. Oh ja, dann verpflichte ich Applejack, etwas rücksichtsvoller und ordentlicher zu sein. Oh ja,
gut und ich verpflichte Rarity, ausnahmsweise mal locker zu sein und sich nicht an jedem Detail hochzuziehen. Das wäre was, hä? Allerdings denke ich, dass es einem gewissen Pony ganz gut tun würde, wenn es mal ein bisschen mehr auf Details achten würde. Und ich denke, dass ein gewisses Pony nicht ständig so ein Theater machen sollte. Dann würde es nämlich auch was auf die Reihe kriegen. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel so funktioniert. Du musst ganz ehrlich auf die Frage, die dir gestellt wird, antworten oder eine Aufgabe erfüllen, die du bekommst. Ich verpflichte dich, sofort nach draußen zu gehen und dir deine durchgestylte Mähne durcheinander bringen zu lassen. Das musst du jetzt auch tun, so sind die Regeln. Ha! Na schön. Oh Mann, die Arme. Okay, ich verpflichte Applejack, sich zu verkleiden. Zieh ein rüschen- und spitzenverziertes Glitzerkleid an. Zufrieden? Ja, und wie? Komme ich denn auch mal dran? Ich verpflichte dich, beim nächsten Rodeo-Nachmittag mitzumachen. Und ich verpflichte dich, beim nächsten Rodeo-Nachmittag nicht mitzumachen. Ich verpflichte dich, deine Mähne nicht zu bürsten, bevor du ins Bett gehst. Ich verpflichte dich, es ausnahmsweise zu tun. Ich denke, wir können Wahrheit oder Pflicht abhaken und weitermachen. Mal sehen, was noch Superlustiges auf der Liste steht. Oh, Twilight, du tust hier. Kissenschlacht? Oh, bitte, nein. Ich weigere mich bei etwas derartig geschmacklos. Applejack macht sofort. Das ist unter meiner Würde. Oh. Zack. Oh. Ja, das war offensichtlich. Reicht. Oh, oh. Sie kann ja zaubern. Oh, ich verstehe. Eine Kissenschlacht. Toll. Oh, Twilight, du bist... Hey, Mädels. Sie ist direkt... Erstmal geiler Blick hier gerade. Das Auge, eine Auge da, das andere da. Und sie steht gerade voll zwischen den Fronten. Zum Glück hat sie es jetzt aber auch schon mitgekriegt, dass da was ist zwischen den beiden. Was genau, aber weiß sie noch nicht. Können wir vielleicht auch einen Gang runterschalten? Ja, aber sie zuerst! Sie hat aber angefangen! Nur über meine Leiche, so in dem Sinne. Vielleicht wäre es besser, wenn wir uns einfach hinlegen und schlafen. Oh, und die beiden auch noch in einem Bett, das geht doch nicht gut! Kannst du deine matschigen Hufe auf deiner Seite halten? Meine Hufe sind nicht matschig. Aber vorhin. Und es kann immer noch Matsch dran sein. Da ist nichts dran. Sieh her. Oh. Wer von uns ist hier rücksichtslos? Ich will das Bett nochmal machen und die Decke vernünftig darüber legen. Geh runter. Hey! Weg. Wie, du bringst es durcheinander. Nee, das wird nicht passieren. Achtung, Bombe! Oh, Scheiße. Getan. Ja, natürlich, ihr beide macht Sachen mit Absicht. Ich will die Decke glatt streichen. Jupfel, jetzt muss man sagen, jetzt war Applejack eher die da vielleicht ein bisschen zu weit gegangen ist, weil Rarity hat gesagt, komm, steh auf, ich mach nochmal das Bett. Und dann ist sie ja auch ganz vorsichtig reingegangen, so von wegen, ey, keine Falte, alles chillig, so in dem Sinne. Haha, uiuiuiui. Kann ich nicht hören, ich schlafe nämlich. Ich gehe hier nicht von der Stelle. Doch wirst du, wenn du dich zudecken willst. Oh nein, ihr macht die Decke kaputt. Ich nicht. Gib mir die Decke. Nein. Doch. Ist Twilight noch im Bett? Nein, oder? Nein, doch. Es reicht. Wusste ich doch. Hier drin steht, dass das Wichtigste bei einer Pyjama-Party ist, Spaß zu haben. Und dank euch beiden kann ich das jetzt wirklich abhaken. Ich habe mir echt Mühe gegeben, mich mit dir zu vertragen. Nein, wenn, dann habe ich hier mein Bestes gegeben, klar? Nein, das war ich. Nein, das war ich. Ich. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Ihr beide habt meine erste Pyjama-Party zerstört. Schönheitsprogramm, Marshmallows, das Spiel und die Kissenschlacht. Kann es noch irgendwas anderes geben, was schiefgehen kann? Tut mir leid, dass ich gefragt habe.
Oh. Nie das Schicksal herausfordern. Hast du gesehen? Und aus diesem Grund holt man die abgebrochenen Äste von den Bäumen und hübscht sie nicht auf. Aber ich gehe mir lieber aus dem Weg. Ich habe keine Zeit. Warte, halte auf! Ich warte nicht und ich werde auch nicht aufhören. Das, meine lieben Freundinnen, nennt man bei uns zupacken können. Ich wollte gerade sagen, ziehst du es in die andere Richtung, geht's ins Haus. Das ist ein Problem. Das ist deswegen ein Problem, weil, meinte Twilight nicht, ihr Haus ist deswegen geschützt und kann irgendwie nicht brennen durch den Blitz. Nehmen wir jetzt mal an, mit brennen durch den Blitz, weil sie einen Blitzableiter hat. Jetzt ist da ein Baum drinne. Der Stamm kann immer noch getroffen werden und dann kann vielleicht so das Feuer jetzt ins Haus reingehen. Ich hab noch versucht, dir zu sagen, dass der Baum hier reinkracht. Dann hast du es offenbar nicht richtig versucht. Oh, ihr beiden, ey. Ihre Augen wieder. Das tut mir furchtbar leid, Twilight. Nein, es ist nicht okay. Denn in meinem Schlafzimmer liegt ein riesiger Ast rum. In meinem Buch steht nichts darüber, dass man einen riesigen Ast für eine Pyjama-Party braucht. Vielleicht habe ich die Stelle nur noch nicht gefunden. Was zum Hafer machst du da drüben eigentlich? Das Chaos eines gewissen Ponys beseitigen. Wer war's denn? Oh, ich weiß, das warst du. Wir müssen dringend etwas unternehmen. Backen, beste Freundin, Brüder. Hier steht nichts über Bäume und Äste drin. Oh Mann, Twilight. Rarity, um Ponys Willen. Lass diese Unwichtigkeiten und hilf mir, das Ding hier rauszuschaffen. Ich sagte, komm sofort her und hilf mir. Hör zu. Es tut mir leid, okay? Wie war das bitte? Ich hab gesagt, es tut mir leid. Sagst du auch, es tut mir leid? Als du mich wegen des großen Astes warnen wolltest. Deine blödsinnige Detailversessenheit hätte uns vor diesem Unglück bewahrt. Und jetzt hör auf, so überempfindlich zu sein und hilf mir lieber, dieses riesige Teil wegzutragen. Das ist nämlich das Einzige, das im Moment wirklich wichtig ist. Bitte. Kannst du dich auch entschuldigen? Du hast immer noch ein Buch auf deinem Kopf. Dann wird mein Fell aber dreckig. Darauf kommst du doch nicht... Kann doch nicht, du. Ich meine, ja, manchmal macht man sich dreckig, wenn man hart arbeitet. Kannst du denn nicht einmal darüber hinwegsehen? Ich schaffe es nicht, diesen Ast ganz allein wegzuräumen. Ich brauche deine Hilfe. Na gut, dann packen wir es an. Ich kann doch zaubern. Toll, es gibt ein Kapitel über Garten-Pyjama-Partys. Meint ihr, wir können das hier so nennen? Ist doch auch eine Art Camping. Vor allem, die beiden kümmern sich jetzt noch um den Baum loszuwerden. Und Twilight liest die ganze Zeit nur in diesem Buch. Oh, guck mal, es gibt auch Katzen-Pyjama-Partys. Was zum Teufel? Lol, viele kleine Bäume. Oh, wie niedlich. Eine Idee. Besser? Danke. Oh. Bist du immer noch? Schön. Wo sind die denn hergekommen? Na, davon steht aber auch nichts im Buch. Die kriegt auch gar nichts mit. Ist es noch größer als eine Scheune? Nein. Ist es denn kleiner als ein Sattel? Nein, es sind nur noch 3 von 20 Fragen übrig. Ich komme im Leben nicht darauf, woran du denkst. Es könnte alles sein. Wird es wenigstens schon wärmer? Was, ist es hier drin für dich zu kalt? Ich kann die Heizung anstellen. Nein, sie meint, kommen wir dem Begriff, den wir erraten sollen, schon näher?
Oh, nein. Und eigentlich zählte das auch als Frage, also habt ihr nur noch zwei Möglichkeiten. Ist es ein sechsbeiniges Pony mit lila getupfter Mähne und Sternschnuppen, die ihm aus den Augen schießen? Das durch die Luft fliegt und auf der ganzen Welt magische Eier versteckt? Das ist es. Echt? Ja. Nein. Ach so. Das da. Aber Mensch. Ich bin so froh, dass ihr beide euch endlich wieder vertragt, dass ich euch unbedingt zusammen gewinnen lassen wollte. Seht ihr? So viel Spaß hätten wir schon die ganze Zeit gehabt. Ja. Wenn ein gewisses Pony nicht so zimperlich gewesen wäre, wäre sie bestimmt nicht gewesen, wenn ein anderes Pony nicht so rücksichtslos wäre. Leute, echt jetzt? Tut mir leid, ich war ein ganz schönes Nervpony. Oh nein, ich bin sicher, ich war noch viel nerviger. Gut. Nett von dir, aber ich bin diejenige, der es leid tut. Mir tut es aber nicht. Echt jetzt? Nein, stimmt gar nicht. Tut es doch. Tut es nicht. Tut es doch. Tut es nicht. Tut es doch. Und damit war meine erste Pyjama-Party der totale Erfolg. Ja! Spaß haben. Erledigt. Und jetzt zwei Schritte nach links. Nein, von mir aus links. Wohin jetzt? Oh. Dieses Chaos ist deine Schuld und nicht meine. Ja, entschuldige. Liebe Prinzessin Celestia, es ist schwer zu glauben, dass zwei Ponys, die offensichtlich so wenig gemeinsam haben, sich auch vertragen können. Ja. Aber man sollte versuchen, die Eigenheiten des anderen zu akzeptieren. Dann kann man auch einen Weg finden, miteinander befreundet zu sein. Ja. Also, wer hat morgen Abend Lust auf eine zweite Pyjama-Party? Nee, morgen haben beide erstmal nicht, oder? Oder doch? Wie wär's mit nächste Woche Donnerstag? Oh, oder Samstag in zwei Wochen? Heute in einem Monat? Oh, geil. Und die Sonne scheint wieder, der Morgen ist da. Oh, geil. Ja, das war doch schön. Sehr, sehr schön. Schön, schön, schön. Ah, ja, meine Lieben. Das war die 8. Folge, die Pyjama Party, oder wie es auf Englisch heißt, Look Before You Sleep. Ja, das war doch auf jeden Fall eine sehr coole Folge, hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Schreibt nochmal gerne in die Kommentare, hattet ihr schon mal eine Pyjama Party oder Übernachtungspartys, wie sieht's da so bei euch aus? Sehr, sehr cool. Außer eben wieder so diese Moral. Man kann so unterschiedlich sein und trotzdem kann man miteinander befreundet sein oder man kann sich verstehen. Deswegen, einfach den anderen akzeptieren und Spaß haben, so wie es ja auch diese Folge gezeigt hat. Von daher, gebt doch dieser Folge sehr gern, oder diesem Video, sehr gern Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit ihr auch immer zu den nächsten Folgen zu My Little Pony benachrichtigt werdet. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Wir sehen uns dann nächste Folge wieder und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.